Meetings können etwas Wundervolles sein. Es ist ein Ort, an dem wir etwas gemeinsam zur Sache machen. Menschen können sich direkt und unmittelbar austauschen. Aber gerade in Zeiten von Online-Meetings mangelt es oft an den Grundlagen für erfolgreiche Meetings. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Andreas Marcel Fischer und in diesem Video gibt es nur exklusiv für dich die 5 erfolgreichsten Grundprinzipien für erfolgreiche Meetings. Prinzip Nummer 1, hab ein Ziel vor Augen. Für mich gibt es persönlich nichts Schlimmeres wie ein Meeting, bei dem ich vorab überhaupt keine Ahnung habe und nicht weiß, um was es eigentlich gehen wird. Du bekommst eine Einladung betreff Meeting, das ist ja fast schon der Super-GAU. Damit kann keiner was anfangen und keiner kann sich darauf vorbereiten. Überleg dir deshalb immer, warum treffen wir uns und was soll nach dem Meeting anders sein? Und anders bedeutet alles, was den jetzigen Zustand verändert. Das können neue Informationen sein, die wir brauchen. Es können Entscheidungen sein oder auch einfach ganz klare Ergebnisse, die am Ende rauskommen müssen. Wer ein Ziel hat, zum Beispiel auf einer Landkarte, die oder der, der geht nicht völlig planlos durchs Gelände. Wer ein klares Ziel im Meeting hat, der hat einen Fokus und die richtige Richtung. Und vor allem verschwendet dieser Mensch keine unnötige Zeit auf dem falschen Weg. Prinzip Nummer 2, Struktur. Das Gegenteil ist Chaos. Chaos bedeutet, jeder redet, wann er will und was er will. Keine klare Redekultur oder Redestruktur zu haben, das ist nicht nur nervig, es bremst unglaublich sehr. Wenn die Runde völlig neu ist zum Beispiel, dann leg fest, wer wie lange worüber sprechen wird. Gib jedem Meeting eine ganz klare Struktur. Das heißt, auch der Zeitrahmen ist wichtig und entscheidend. Wenig Zeit bedeutet natürlich auch wenig Zeit für Schwachsinn. Ja, aber dafür gibt es doch Moderatorinnen und Moderatoren und ich bin ja gar nicht ausgebildet. Es ist doch völlig egal. Wenn ich in einem Gespräch bin und merke, hier herrscht Chaos, dann denke ich doch erstmal nur an mich. So, wenn es weitergeht, dann verschwende ich meine Zeit. So, wie bekomme ich wieder Kontrolle? Denk also erstmal nur an dich. Begib dich einfach in diese moderierende Rolle. Fasse zusammen, lade zu Wortbeiträgen ein und gib dem Spaß endlich wieder Struktur. Prinzip Nummer 4, lade nur relevante Personen dazu ein. Sondern es hat 2 Gründe. Erstens sind alle anderen Menschen unnötig. Menschen, die in einem Meeting sitzen, die kosten dich oder deiner Firma Zeit und Geld. Auch wenn du sie nicht brauchst. Warum also? Überleg dir, wer ist wirklich wichtig und wer nicht. Und der zweite Grund, das ist eher ein kommunikationspsychologischer Aspekt, vielen Menschen fällt es schwerer, Nein zu sagen. Und noch schwerer fällt es ihnen natürlich, einfach aus dem Meeting herauszugehen, auszusteigen. Sondern damit dir das nicht passiert, lade diese Menschen gar nicht erst ein oder weise sie bewusst im Meeting darauf hin, hey, ihr braucht jetzt nicht mehr hier anwesend zu sein. Prinzip Nummer 5, das Wichtigste festhalten. Bei vielen Protokollen steht viel zu viel Mist drinnen und keiner schaut sich das irgendwann mal nochmal an. Sondern viel wichtiger ist für mich persönlich bei Meetings, dass am Ende die Ergebnisse und nächsten Schritte festgehalten werden, keine Missverständnisse entstehen. Einfach das Wichtigste noch einmal auf den Punkt bringen und offene Fragen klären. Sondern damit meine ich aber jetzt nicht, ja, haben wir hier noch Fragen? Nein, wir sagen, wir haben heute die 5 wichtigsten Aspekte für nächste Woche festgehalten. Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Punkt 1 macht Peter, Punkt 2 macht Jana und so weiter. So, und spätestens jetzt können sich die Menschen noch einmal melden, wenn Unklarheiten entstanden sind. Aber es passiert leider viel zu oft. Ja, wir denken, wir verstehen uns und am Ende, ach so habt ihr das gemeint. Das habe ich ja völlig anders verstanden im Meeting. Von daher, fasst am Ende das Wichtigste noch einmal ganz klar zusammen und sorge dafür, dass wirklich jeder den gleichen Wissensstand hat. Dir hat das Video gefallen? Dann zeig mir doch dein bezauberndes Lächeln mit einem Daumen nach oben. Und wenn du Lust dazu hast, ab sofort gemeinsam mehr Freude am Reden zu haben, dann abonniere jetzt auch noch sehr gerne diesen Kanal. Ich freue mich schon darauf, dich auch bei einem nächsten Video hier wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen unendlich viel Freude am Reden. Dein Andreas.